do it! Okie dokie. Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Part des Erzrivalen-Duells mit DJ Kean 87. Er hat meine Zeit wieder mehr oder weniger locker geschlagen. 3:13:63 ist die Marke, die ich schlagen muss. Ich bin gespannt, ich bin zuversichtlich. Er hat doch noch einige Fehler gemacht. Ich muss es ausnutzen. Ich habe sogar eine Idee, wie ich die Pilze sinnvoll einsetzen kann. Ich habe nämlich die Pilze auch an einem ganz anderen Ort eingesetzt jetzt. Ich kann euch die Stelle auch gleich zeigen. Er hat sie hier vorne eingesetzt. Er hat hier ein bisschen abgekürzt. Ich weiß aber nicht, wie viel das wirklich bringt. Wie viel das bringt, weiß ich nicht. Dafür habe ich endlich die zwei Drifts hingekriegt. Wow, awesome! Und DJ KR, vielen Dank für die Glückwünsche. Macht überhaupt nicht, dass sie so spät kommen. So, jetzt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich fahre jetzt hier normal die Kurven. Ja. Sieht nicht ganz so schlecht aus, finde ich. Aber ich glaube, das ist zu langsam. Ich glaube, das ist zu langsam. Oh oh. Oh, das wird spannend, denke ich. Ja, das Driften habe ich, glaube ich, langsam drauf. Ja, sauberer 2-Drift in dieser Kurve. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Der springt auf. Nein. Er ist nur durch mich aufgesprungen. Das wird verdammt eng. Das wird sehr eng. Jetzt brauchen wir einen guten Drift. Einen engen, schmalen, einfachen Drift. Ja, das ist... Ja, genau. Ansonsten muss ich den Boost dort benutzen, wo DJ KR ihn auch benutzt. Oh, Mist. Mist. Das wird so knapp, Leute. Kommt sie. Wär knapp. Meine Antezeit werde ich auf jeden Fall schlagen. Nein, Mist. Nein, ist 3 Sekunden zu langsam. Oh oh. Oh oh. Das wird hart. Ich glaube, ich muss den Bus doch dort. Aber ich kann die Kurven nicht so schön fahren wie er. Oh oh, das wird schwierig. Ich versuch's nochmal so, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das Gras macht viel aus. Das Gras macht wirklich viel aus. Bisher bin ich ganz zufrieden mit der Linie und mit der Kurve. Also mit der Formlinie.
habe ich spät einen Drift rausgeholt. Ich bin knapp vor meinem Geist, aber das sind keine 3 Sekunden. Oder keine Sekunde, wie man das auch immer sehen möchte. Aufhören zu driften, das bringt nichts. Okay, rechts neben dem Baum durchfahren, das ist gar nicht so schlecht. Aber es ist wieder eine 1.05er Zeit. Ah, Mist, Mann. Wenn man nicht sauber in der Kurve ist, dann kannst du es einfach vergessen. Der Geist ist wirklich ganz knapp hinter mir. Ich habe wirklich Mühe bei diesen Kurven hier vorne. Nein, wieso bist du jetzt abgesprungen, du Volltrottel? Da kommt er schon. Ich schaue jetzt mal in dieser Runde, wo ich noch besser fahren kann. Ich habe ja einen kleinen Vergleichs... Ein kleiner Vergleich hier vorne. Also diese Kurve, dann kann ich sicher auch noch besser fahren. Weißt du, also ich finde das jetzt gar nicht mal so übel hier eigentlich. Ich überhole jetzt dann gleich meinen Geist. Ja, aber das sind auch wir, wie sind das keine 3 Sekunden? Das immer auf. Ich probiere jetzt hier mal. Ich komme hier nicht sauber um die Kurve. Also diese Kurve beherrsche ich überhaupt nicht. Ich mache es jetzt mal so wie DJ. Oh Jesus, das sieht übel aus. Aber, Kopf hoch. Ich habe noch 23 Minuten Zeit fast. Ja, das sollte ich schon hinkriegen, ne? Zu früh. Das war besser. Was für eine lange Linie ich da wieder gewählt habe. Gut, ich werde jetzt gleich sehen, wie schnell DJs Route ist dort. Links neben der Erdbeere. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Also über Rot habe ich den Geist auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Geist fährt ja noch normal in die nächste Kurve. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr aufgesprungen, aber ich habe den Drift verpasst. Kein Vergleich. Jetzt läuft es überhaupt nicht mehr. Werde ich etwa schon nervös? Ich hoffe es nicht. Ich glaube schon. Scheiben putzen.
Es ist schon einiges schneller, aber wie gesagt, ich habe den Pilz an einer anderen Stelle gebraucht. Ich muss zuerst mal diese Kurven dort sauber fahren. Vielleicht kann ich dann in der zweiten Kurve nochmals schön driften. Also in dieser hier. Vorne vielleicht klappt's. Also es ist auf jeden Fall schneller, die Route, die DJ gewählt hat. Jetzt bin ich schon wieder etwas zuversichtlich. Geht es vermutlich oder geht es langsam in die auf die Hundertstel zu? Auf das Hundertstelrennen? Ein bisschen sehr weite Linie habe ich jetzt da gewählt. Aber ich denke, das hat nicht allzu viel ausgemacht. Das könnten gut und gerne 3 Sekunden auf. Oh, das ist sehr schief. Glück gehabt. Diese Scheiß trifft's? Nein, wirklich. Ich komme hier wirklich besser durch ohne Driften. Nochmals eine bessere Zeit. So, ich brauche jetzt eine Mega-Runde noch, damit auch DJ etwas gefordert ist. Damit auch er 6 Sekunden besser fahren muss. Ich musste jetzt schon zweimal ca. 6 Sekunden besser fahren. Los, Mario! Drück das Gaspedal ganz nach unten! Ganz! So, jetzt treffe ich nochmal um diese Kurve. Nein, oder auch nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Komm, fahr! Zieh! 3:12:81! Yes! Yes! Das sind 8 Zehntel schneller. Puh, ich denke, es geht hier wirklich um Hundertstel und um die Drifts, die wir jetzt herausholen. Ach du meine Güte. 8:12, das wäre überhaupt nicht gewesen, aber 3:12:81. 8 Zehntel schneller. Das war jetzt wirklich... Ich denke, es wird lustig. Ich habe eine konstante Rundenzeit, das gefällt mir dafür. 1:04. Also wenn ich jetzt nochmal fahren muss nach DJ, das wird schwierig. Ich weiß, dass ich bei einigen Stellen wirklich ins Wasser gefahren bin. Ins Wasser, aufs Gras. Das könnte ich bestimmt noch beheben. Das Ende könnte ich bestimmt auch noch etwas besser fahren. Diese 3 oder 4 S-Kurven hintereinander. Boah, ja, das ist nicht schlecht. Jetzt ist es spannend. DJ, ich hab's gepackt. Du bist wieder an der Reihe. Part 6 seht ihr wieder bei DJ Care 87. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Ciao zusammen. Ich hab die Zeit geschlagen. Juhu!